wünsche mir für die Uni Luzern Studierende, die Freude mitbringen, die etwas bewegen wollen, die bereit sind, ein Studium zu absolvieren und dann Verantwortung zu übernehmen. Ein Wirtschaftsstudent sollte einerseits grundsätzlich interessiert sein. Wieso funktioniert die Welt? Woher kommt unsere Produktivität, unsere Wettbewerbsfähigkeit? Also es ist eigentlich ein Interesse an der Gesellschaft, am Zusammenspiel mit den verschiedenen Teilnehmern der Gesellschaft. Das ist sicherlich wichtig. Andererseits auch Leistungsbereitschaft. Wir brauchen diese Leute, die leistungsbereit sind, die risikobereit sind, die nicht nur das eigene Interesse im Vordergrund sehen. Luzern ist viel globaler, als es auf den ersten Blick den Eindruck macht. Luzern sieht vielleicht schön und beschaulich aus, aber der Exportanteil der Unternehmen hier ist auch weit über 50%. Die Firmen sind sehr stark integriert im internationalen Markt. Es gibt sehr viele Gründe, wieso man in Luzern studieren sollte. Das Angebot, gerade mit der neuen Wirtschaftsfakultät, einzigartig, ein sehr breites, aber doch tiefes Angebot, das auf dem Markt gesucht ist. Und es ist Luzern einfach die schönste Stadt auf der Welt. Wenn ich sagen würde, was hat mir in meinem Studium am besten gefallen, ist die Tatsache, dass es ein kleines Umfeld war. Man ist ein Teil einer Gemeinschaft, einer Community sozusagen. Und das habe ich eigentlich bis heute mitgezogen und davon profitiert. Ich würde das Studium an einer kleinen Universität absolut empfehlen. Es ist viel familiärer, man ist viel direkter, man hat einen engen Austausch. Für mich ist ein Studium eine Vorbereitung auf das Berufsleben im Allgemeinen. Deshalb brauchen nicht nur Großfirmen, nicht nur Banken etc. Ökonomen und Uniabgänger, sondern ebenso kleinere Firmen. Ich glaube, einer der wichtigsten Gründe, wieso wir so gut leben, so erfolgreich sind, ist unsere politische Freiheit und unsere wirtschaftliche Freiheit. Und ein Studium, das genau diese Aspekte beinhaltet, ist deshalb wichtig, weil es den Leuten zeigt, was ist wichtig. Nein, nochmals.